Ihr Lieben, ich grüße euch. Namaste, ich bin es, Diara, und das ist ein neues Wunschorakel. Ihr habt euch ein paar Themen gewünscht oder sagen wir mal vorgeschlagen. Und ein relativ häufig gekommener Wunsch war tatsächlich, dass ihr etwas wissen möchtet über euren spirituellen Weg, eure spirituelle Stufe. Warum seid ihr hier? Ja, was ist eure Lebensaufgabe? Und vielleicht können wir hier auch jetzt heute mal schauen, was könnt ihr machen, um eurer Aufgabe näher zu kommen? Was würde eurem Weg unterstützen? Ja, das ist heute unser Thema. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Ihr wisst ja, ich arbeite meistens ohne Symbole, ohne irgendwie Steinchen oder sonst was. Also bei mir ist wirklich so straightforward to the point. Das hier ist Stapel Nummer 1, Stapel Nummer 2 und Stapel Nummer 3. Okay, wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst, weil du jetzt vielleicht sagst, oh, jetzt muss ich mich erst sammeln, vielleicht helfen dir diese Karten, die ich heute benutzen werde. Das wäre Stapel Nummer 1. Das hier wäre dann Stapel Nummer 2. Schau mal, was dein Bauch dir sagt. Und last but not least, das wäre Stapel Nummer 3. Okay? So. Wie gesagt, wenn du länger brauchst, einfach sonst Pause drücken. Also deine spirituelle Aufgabe, dein spiritueller Weg, was möchte dir das Universum sagen? Stapel Nummer 1, wir fangen mit dir an. Also was haben wir hier für Informationen? Warum bist du hier? Was ist deine Aufgabe? Oh, wow, ja, du bist ein Visionär. Stapel Nummer 1, ihr seid der Archetyp, der Visionär, ihr seid... Ja, Unternehmer, Entdecker, Abenteurer, ich gehe mal davon aus, dass ihr auch gerne reist, dass ihr offen seid für alles Mögliche, fremde Kulturen, fremde Geschichten, ihr seid auch Fragesteller, ja, wieso, weshalb, warum ist etwas passiert oder warum ist das und das so und nicht anders, also ihr habt Visionen und deshalb seid ihr hier, ihr dürft auch wirklich Visionen haben, ihr solltet auch Visionen haben. Ein Visionär arbeitet, das kommt ja von Vision, ne? Vision, Vision, die Augen. Was hast du vor Augen? Was hast du vor Augen und was sind deine Träume? Also wenn wir jetzt darüber reden, warum bist du hier und was kann dich unterstützen, deinen spirituellen Weg besser zu gehen oder weiterzukommen, was auch immer das heißen mag, dann solltest du wirklich deine inneren Augen benutzen. Ja, dein drittes Auge, Trikuti, das ist der Punkt zwischen den Augenbrauen. Da gibt es super Meditationen überall, also bei YouTube, aber auch woanders. Du kannst in eine Bücherei gehen oder in eine spirituelle Buchhandlung. Vielleicht können dir auch andere Kartenleger helfen, die vielleicht total auf solche Sachen spezialisiert sind. Wobei ich euch sagen muss, und das ist auch so eine Art Vision, die ich habe, beziehungsweise die viele Menschen haben, die so ticken wie ich, und wir sind viele da draußen, ja. Mit diesen ganzen Geschichten mit Energieheilung und dann musst du noch da einen Workshop machen und dies noch und das noch, seid da ein bisschen vorsichtig. Gerade wenn ihr große Visionen habt von euch selber, wo ihr hin wollt und ihr möchtet vielleicht ein, ja, wie sagt man das, ein Leader sein, ja, eine Führungskraft. Ihr möchtet auch vielleicht eine Führungsrolle einnehmen in diesem Leben, ja, dass ihr vielleicht das Ziel habt, hey, ich mache das größte Yoga-Studio in ganz Deutschland auf oder ich werde die beste Krankenschwester der ganzen Welt, keine Ahnung. Man muss ein bisschen aufpassen. Es ist super, wenn man solche Visionen hat, auf jeden Fall. Das ist genau das, um was es hier geht, ja. Schaut halt nur so ein bisschen mal auf den Weg, den ihr geht. Es wäre schade, wenn, es gibt Leute, die dann so ein bisschen das rechte Maß verlieren, die über Leichen gehen. Das möchten wir natürlich gar nicht, ne? Deshalb sind wir nicht hier. Und es geht auch nicht darum, dass man anderer Leute Licht unter den Scheffel stellt, damit man selber heller scheint. Es kommt alles vor da draußen, leider. Es kommt alles vor da draußen, dass Leute sich gegenseitig dissen, schlecht machen, ja, hinterm Rücken lästern. Ihr wisst genau, was ich meine. Und da ist immer so ein bisschen die Gefahr, gerade bei Menschen, die eine große, große Vision haben, dass sie meistens ein Teil dieser Vision sind
Und da gilt es halt ein bisschen aufzupassen, dass man andere nicht übergeht. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves. Das ist ein super Film, kann ich dir nur empfehlen. Keanu Reeves und Al Pacino und sie, ah, ich komme nicht auf ihren Namen, auch eine ganz tolle Schauspielerin. Guck dir den unbedingt mal an, der ist uralt, der Film, also der ist bestimmt schon 15 oder 20 Jahre alt, aber es ist immer noch jedes einzelne Wort wahr. Ja, im Auftrag des Teufels, weil dann weißt du, was ich meine, was ich hier sagen möchte zum Thema Visionen und über Leichen gehen. Ich sage nicht, dass einer von euch die Tendenz dazu hat. Um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Ja, das ist ja hier ein Reading. Wir reden hier über Spiritualität, über höchste Energien. Ja, von euch will keiner über Leichen gehen. Aber zu einer Vision, zu einer wirklich hohen Vision, also das weiß ich auch, ne, dass keiner von euch absichtlich hier über Leichen geht oder sowas. Aber ein Visionär ist meistens ein sehr feuriger Mensch, ein Mensch, der sehr viel Kraft hat, sehr viel Power hat, sehr viel Energie hat, wie gesagt, sehr viel Leidenschaft, ja, viel Temperament. Und es kann schon mal sein, dass man andere Leute dann damit überfährt. Okay, es ist einfach nur ein kleiner Hinweis, weil die Frage kam ganz konkret, was kann ich machen, um die nächste Stufe zu erreichen? Und manchmal sind es wirklich so Kleinigkeiten. Ja, manchmal ist auch weniger mehr. Ja, das Universum oder die Engel, wie auch immer du das nennen möchtest, sagen dir, geben dir ein Mantra heute mit. Und das Mantra für dich heißt: Ich bin Freude und Leichtigkeit. Ich erkenne, dass ich vollkommen bin. Ich bin eins mit allem, was ist. Und was ich hier noch sagen wollte zum Thema Vision, diese Geschichte mit diesem, ich muss noch einen Workshop machen und dann muss ich hier noch eine Ausbildung und da noch was und dann mache ich hier noch mal irgendwie, keine Ahnung, ein Training. Auch da, ne, diese Sache mit den Visionen kann auch leicht so ein Fass ohne Boden werden, weil man denkt, ich bin nicht vollkommen und ich brauche erst noch dieses oder jenes, bevor ich das oder das machen kann. Vorsichtig. Ich sage euch, wir sind alle angebunden an das da oben. Wir alle. Und wir Spirituellen sowieso. Also wenn du den Weg hier auf YouTube gefunden hast und auf diese Schiene gekommen bist, ja, mit Kartenlegen und Orakeln und Engeln und anderen Dimensionen, ja, dann bist du spirituell. Das ist ja gar keine Frage. Ja, also das sind ja die wenigsten. Ich meine, klar, vielleicht manch einer ist auch einfach so beim Daddeln hier drauf gekommen, hat irgendwie sich vertippt und auf einmal pop, ja, kam so ein Video hoch. Aber hey, es gibt keine Zufälle, ja. Und ich behaupte, wir sind alle bereits vollkommen. Und du brauchst nicht 100.000 Workshops oder Trainings bei irgendjemandem, der meint, er müsste dir jetzt noch was beibringen. Das ist wie mit dem Reiki. Ganz moderne Reiki-Meister gehen sogar so weit und sagen, und das ist, wie gesagt, ich zitiere hier, ne? Das ist jetzt nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern es gibt ganz spirituelle Reiki-Meister, die inzwischen sagen, hey, du brauchst gar keine Einweihung. Brauchst du nicht, weil du bist mit diesem Strom, ja, mit diesem Licht, mit dieser Energie bist du sowieso verbunden. Wir alle sind damit verbunden. Ja, ich muss dich nicht einweihen und du brauchst nicht Grad 1, 2 oder 3, ja, damit du dann das und das auf einmal bingen kannst. Ja, du kannst es so oder so, du musst halt dran glauben. Ja, und deshalb dein Mantra ist ganz wichtig, ich erkenne, dass ich vollkommen bin. Ja, und du bist bereits eins mit allem, was ist. Ja. Jetzt ist hier noch für dich die Karte der Teufel gekommen. Und das ist eben, ja, wie ich gesagt habe, ne, im Auftrag des Teufels. Schau so ein bisschen auf die Schattenaspekte deiner selbst. Wo überspannst du eventuell manchmal den Bogen? Ja, wo bist du manchmal eventuell zu feurig unterwegs? Ja, wir schauen mal, ob hier noch ein Hinweis kommt dazu, weil eine Frage von euch war heute auch, was kann ich einfach machen, ne, um glücklicher zu sein, etc. Und das spielt ja alles hier mit in diesen Weg auch hinein. Ja, du kannst es Spiritualität nennen, aber du kannst es ja auch anders nennen. Also was kannst du tun, um hier einfach positiv weiterzukommen? Jetzt auch mal ganz grundsätzlich. Ob du das jetzt spirituellen Weg nennst oder was anderes. Und was kommt da? Ja, die tantrische Kraft, okay. Und jetzt wollte ich aber nochmal, ne, das ist ja auch wieder so diese ganz hohen Energien, Tantra, ja, hat auch mit Yoga zu tun. Also vielleicht wäre auch für dich Yoga interessant. Aber jetzt wollte ich doch nochmal so eher in die Schattenaspekte gucken, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist wieder Wahnsinn, dass das so passt, weil das ist halt genau das, was ich sage, ne? Hier, da kommt die Gier. Fokus, stell ein. Da könnt ihr es sehen, die Gier. Und das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Ja? Achte darauf, dass du nicht zu gierig wirst, dass du nicht den Bogen überspannst, dass du andere Menschen nicht übergehst, bei aller Freude und bei aller Liebe zu deinen Zielen und Träumen, die du hast. Ja? Meistens ist es ja so, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir andere sowieso brauchen, um erfolgreich zu sein. Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du andere. Ob du willst oder nicht. Und das ist ja auch immer so dieser Trugschluss bei Leuten, die sagen, ah, ich mache mich selbstständig, ich will keinen Chef, ja, ich will auch irgendwie keine Kollegen, ich will Angestellte und ich will mich selbstständig machen, weil dann weiß ich, dass der Laden läuft. Du bist trotzdem abhängig. Du bist von deinen Angestellten abhängig und weißt du, von wem du noch abhängig bist? Von deinen Kunden. Ja, ohne Kunden kein Business. Ohne Business keine Selbstständigkeit. Kein Erfolg, kein Geld, ja. Also wir sind immer ein Stück weit abhängig und wenn du das Wort abhängig nicht magst, dann ersetze es mit dem Wort verbunden. Wir sind immer verbunden mit anderen und es ist keine Schande, auch anderen ihren Platz an der Sonne zu gönnen, ja. Ich erkenne, dass ich vollkommen bin. Ich bin bereits eins mit allem, was ist. Ja, wir sind alle hier im gleichen Boot letztendlich. Und am Ende des Tages will hier jeder einfach nur glücklich sein, ja, und sein Stück vom Kuchen. Und wenn jeder sich sein Stück nimmt, dann ist auch genug für alle da. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist hier ein Thema bei dir. Ja, und du hast gesehen, ich habe hier diese Karte, also gerade auch die letzte Karte, habe ich live gezogen. Also das habe ich mir jetzt nicht hier zurechtgeschustert oder gebastelt, sondern das passt wunderbar eben in die anderen drei Karten, die schon da lagen. Ja, diese Tendenz beim Visionär, bei aller Liebe eben zu dem, wie er ist, und Visionäre sind starke Persönlichkeiten und Führungspersönlichkeiten auf jeden Fall, absolut, und die brauchen wir. Ja, wir brauchen diese Leute, die vorangehen und die, guck mal, ich meine, hätte es keine Visionäre gegeben, es gäbe keine Flugzeuge, es gäbe keine Schiffe, wir würden vielleicht immer noch denken, die Erde ist eine Scheibe, ja? Ist das so oder nicht? Es gäbe keine Fahrstühle, ja? Es muss Menschen geben mit großen, großen Visionen und mit Ambitionen, aber bei aller Liebe dazu, immer die Kirche im Dorf auch lassen. Ja, und wie gesagt, ich sag's noch mal, gönne auch anderen Menschen ihren Platz an der Sonne, weil es ist genug für alle da. Ja? Also deine Lebensaufgabe oder dein spiritueller Pfad möchte dir sagen, du bist Archetyp der Visionär. Und eine schöne spirituelle Praxis für Visionäre ist das Laufen, also die gehende Meditation in der Stille, a silent walk, ja, also ein Spaziergang in der Stille, vorzugsweise auch alleine, weil da können Visionen fließen. Ja, wenn du eine Stunde, am besten noch barfuß, durch die Natur gehst, such dir da einen schönen Weg, ja, da können unheimlich viele Visionen fließen. Ja, also der Archetyp des Visionärs ist ein toller Archetyp und hat ganz, ganz viel Kraft und Power, die Welt zu verändern und auch Menschenleben zu berühren einfach. Ja, und dementsprechend ja auch, wenn du Führer bist, werden dir Menschen auch immer dankbar sein. Ja, weil du bist vielleicht nicht der, der Yoga unterrichtet, aber du bist der, der das Yoga-Studio hat. Ja, du bist vielleicht nicht der, der an der Kasse sitzt im Supermarkt, aber du bist der, der diesen Supermarkt am Laufen hält. Ja, du bist eben der Chef, du bist der Regionalleiter vielleicht. So, davon spreche ich. Ja, du hast Vision. Du bist nicht nur damit zufrieden, eben einen kleinen Platz zu haben, sondern du willst mehr. Und das wird sich, wenn du mal jetzt so drüber nachdenkst, jetzt wo du das gehört hast, denk mal so an verschiedene Stationen in deinem Leben und auch Charakterzüge, die du hast, die du ja kennst von dir selber. Und dann setz das mal in Relation mit dem, was ich hier gesagt habe. Also da müsstest du dich wiedererkennen, dass du eben so ein sehr feuriger, starker, leidenschaftlicher Mensch bist. Und der eben auch schon mal die Tendenz hat, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Ja? Was ja auch nur menschlich ist. Wir schauen mal, ob noch eine letzte Karte kommt für Stapel Nummer 1. Gibt es noch irgendetwas, was wir hier ansprechen dürfen, sollen, müssen? Ja, und das ist Wahnsinn, ne? Ich sag's euch.
Passt auf, dass ihr dir nicht über die Stränge schlagt. Weil hier kommen jetzt eben nochmal diese Schwerterkarten und das sind nicht gerade die positivsten. Wie gesagt, versteht das nicht falsch, aber ich will euch ja nicht jetzt nur erzählen, ja, du bist ein Heiler oder du bist ein ganz toller Führer, sondern ihr wollt ja auch wissen, wie kommt ihr weiter auf diesem Weg. Ja, vielleicht spürt ihr Blockaden, vielleicht spürt ihr selber euer Potenzial, merkt aber im gleichen Atemzug, dass ihr nicht richtig weiterkommt. Ja, und dass ihr eben noch nicht an eurem Platz in der Sonne seid, so richtig. Und das liegt daran, dass du manchmal zu harsch auftrittst, dass du manchmal Menschen überrollst und du musst aufpassen mit dem Thema Gier, ne? Weil 7 der Schwerter ist der Dieb. Das ist der Dieb, das ist der Diebstahl. Da ist einer, der sich auf leisen Sohlen davonschlagen will und was stibitzt hat, was ihm eigentlich nicht gehört. Ja, also das Thema Gier. Immer mal wieder darauf achten, sobald du merkst, oha, ich fange schon wieder an, hier, ne, durchzudrehen, gedanklich und von Höckchen auf Stöckchen zu kommen. Dass du vielleicht dir dann eben auch 2, 3 Menschen an die Seite holst. Das sagen ja viele machtvolle Menschen, die dann sagen, ja, Gott sei Dank, ich habe meine Frau und die hilft mir dann immer mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Habt ihr das schon mal gehört? So ein Zitat von Staatsmännern, was weiß ich, Willy Brandt oder so, die dann sagen, ja, ich habe viel geschafft in meinem Leben, aber ohne meine Frau oder ohne XYZ, muss nicht immer die Frau sein, ja, da wäre ich vielleicht unter die Räder gekommen, ja, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Und das ist keine Schmach, ne? Also ich will das nur noch mal sagen. Es ist keine Schmach, etwas zu wollen. Und Gier ist auch nichts, du brauchst jetzt nicht dich vergraben und denken, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch. Also ich möchte wirklich nicht, dass das hier verzerrt wird, sondern es geht einfach nur, das kann etwas sein, wo du mal hinschauen solltest, dass du da einfach für dich selber merkst, oha, ne, dass du einfach auch zurückgibst, sagen wir es mal andersrum. Ja, dass du zurückgibst das, was du erhalten hast von deinen Angestellten, von den Leuten, mit denen du zu tun hast. Dass du eben vielleicht dann auch mal der bist, der einen Kuchen mit ins Büro bringt oder. Ja? Ihr setzt das dann immer in euren Kontext, in euer jeweiliges Leben. Ich lese hier für viele Menschen dieses Orakel, das werden hier am Ende 200, 300, 400 Leute hören, sehen. Und jede Lebenssituation ist anders. Jeder ist ja auch an einem ganz anderen Punkt. Manche von euch sind schon ein bisschen älter, andere sind noch ganz jung. Ja, also das ist jetzt einfach nur mal so das, was das Universum dir heute mitgeben möchte. Kommen wir zu Stapel Nummer 2. Also es geht hier um deine Spiritualität, es geht um deinen Lebensweg. Dein Auftrag, warum bist du hier? Wir wollen mal schauen, was uns die Karten da offenbaren möchten. Wir haben die Karte Einzigartigkeit, Lebensfluss, geistige Essenz. Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich meine Einzigartigkeit wahr. Dann haben wir die Karte Führungskraft. Ja, super. Und was kommt hier noch? Ja, Ass der Kelche. Ja, du bist ein Pionier, ne? Du bist was Besonderes. Du bist was Besonderes. Also hier kommt es ja wortwörtlich, ne? Die Einzigartigkeit. Du bist ein Führer, eine Führerin. Du bist stark. Du bist ein Leader, ja, wie man im Englischen sagt. Also du bist wirklich jemand, der Menschen ins Boot holen kann und du könntest ein super Coach sein, ein Lehrer, ein Trainer, wie auch immer du das nennen möchtest, ja. Coach, Trainer, Lehrer, Psychologe, Psychotherapeut, sowas in der Art, ja. Wie gesagt, aber es kann auch genauso gut die Kindergärtnerin sein, ja, weil die Quintessenz hier ist einfach, ihr seid da, um andere Menschen zu führen, zu unterrichten, ihnen den Weg zu leiten, auch eben zu erziehen. Das geht dann an alle erzieherischen Berufe. Da gibt es unheimlich viele Sozialpädagogen, sowas in der Art. Seid da also auch, wenn ihr jetzt zuhört, ne, denkt gerne mit. Also ich channel hier die Informationen mit Hilfe der Karten und wusch, das kommt alles so rausgeflossen. Aber ich werde nicht in der Lage sein, jetzt jeden einzelnen Beruf anzusprechen, der für euch jetzt gut wäre. Ne? Also alles, was so in das Thema Erziehung, Unterricht, Lehren, Lernen geht, ja, mal ganz grob gesagt. Ja, die Karte spricht im Grunde für sich selber. Ne? Das ist deine Spiritualität. Das ist, was du in dir hast. Du könntest ein Führer sein, wenn du dich drauf einlässt. Ne? Ich meine, man ist jetzt nicht nach dem Abi sofort, hey, ne, ich bin jetzt ein Führer, sondern klar, du musst natürlich trotzdem auch erstmal deine Ausbildung machen oder dein Studium, je nachdem, ja, verschiedene Investitionen auch vielleicht, ne, in deine eigene Ausbildung tätigen, bis du dann soweit bist. Und ich habe es ja heute schon mal in dem anderen Orakel gesagt, was ich hochgeladen habe auf Deutsch.
eine wirklich spirituelle Persönlichkeit, die man auch ernst nehmen kann, also auch auf größerer Bühne, hat immer ein gewisses Alter. Ja, es gibt ein ganz paar Ausnahmen da draußen, natürlich, um Gottes Willen. Ja, das sind dann wirklich die richtig, richtig einzigartigen. Ja, also die schon vielleicht mit 3 Jahren, sage ich jetzt mal, Karten legen konnten. Ja, so nach dem Motto oder hell sehen konnten, vielleicht sogar auch ganz ohne Karten. Also ein ganz paar davon gibt es da draußen. Ja, wobei ich auch zugeben muss, mir sind sie noch nicht begegnet. Ich kann da auch immer nur dann von Büchern sprechen, dass man was gelesen hat. Also in Amerika gibt es eine stark hellsichtige Frau, die heißt Sylvia Brown. Wenn ihr das googelt, Achtung, es gibt auch eine Schriftstellerin, die heißt Sylvia Brown. Also die haben den gleichen Namen. Nicht, dass ihr das verwechselt. Also die Sylvia Brown, die ich meine, ist eine spirituelle ja, Lehrerin. Und die hat ein ganz, ganz tolles Buch. Komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen. Ich habe das dann damals verschenkt, glaube ich sogar leider, aus irgendeinem Grund. Und die hat das sehr schön geschrieben, ne? Wie sie schon als kleines Kind bei ihrer Oma auf dem Schoß saß, auf einer Geburtstagsparty, irgendein Barbecue im Sommer, draußen im Garten, alles war schön. Und da hat sie ihrer Oma ins Gesicht geguckt und die hat sie auch ganz lieb angelächelt und über die Wange gestrichen. Und da hat sie gesehen, als kleine 3-, 4-Jährige, wie das Gesicht ihrer Oma, also das war eine Vision, die sie dann bekommen hat, wie das Gesicht ihrer Oma zerflossen ist und es war nur noch am Ende der Totenschädel da. Und ja, 3 Tage später war die Oma tot. Ja, die hatte auch ihr Alter, also das war jetzt kein Unfall oder irgendwie sowas, ne? Sondern ja, das war eben einfach eine alte Frau und ihre Zeit war gekommen mit, was weiß ich, 89 oder 93, alles gut. Jeder von uns muss mal sterben, ne? Ich meine, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und sie konnte das also, wie gesagt, schon als kleines Kind, als kleiner Döps, also da ist sie noch nicht mal zur Schule gegangen, hatte sie diese Gabe schon, ne? Solche Leute gibt es. So, das will ich nur damit sagen. Also ich will hier nicht die Kompetenz von manch einem hier schmälern. Aber du hast eben auch deine Führungsqualität und du hast auch eine besondere, einzigartige Gabe. Welche auch immer das ist, das weiß ich nicht. Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Vielleicht bist du extrem kreativ. Ja, wie gesagt, vielleicht wärst du eine begnadete Psychologin, auch so in einem etwas moderneren Kontext, so im Sinne von Tanztherapie, Maltherapie, sowas kriege ich jetzt gerade rein. Ne? Also nicht dieses klassische Psychoanalyse nach Freud, sondern eher so in einer moderneren Interpretation. Ja, vielleicht wärst du super gut aufgehoben, auch als Pflegekraft. Ja, und du bist jemand. Ass der Kelche ist eine sehr, sehr schöne Energie. Du hast super viel Gefühl, du bist super empathisch. Ja, und das ist ja eben das, was eine Führungskraft braucht. Ja, eine Führungskraft muss immer auch ein Stück weit empathisch sein. Klar, sie muss auch manchmal Entscheidungen treffen, die wehtun. Ja, das ist auch so. Aber sie muss schon auch empathisch sein. Wenn du willst, dass Menschen dir folgen, und da gibt es ja nun leider auch sehr viele Negativbeispiele in der Geschichte, wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, aber du musst eben, wenn du willst, dass Menschen dir folgen in Scharen, dann musst du irgendwie was haben. Ja, du musst irgendwie was haben, was die Menschen respektieren und wo sie sagen, wow, also der hat das jetzt so und so gesagt, ja, da muss ja was dran sein. Ja, so, ihr wisst, was ich meine. Und du hast das, ja. Also wir schauen mal jetzt in die Schattenaspekte. Was dir denn jetzt im Wege steht oder ne, was, woran du vielleicht noch so ein bisschen arbeiten darfst, um dein volles Potenzial zu entfalten und wirklich eine Führungskraft zu sein. Was darfst du da noch dir anschauen? Woran gilt es noch ein bisschen zu lernen? Ah ja, guck an. Ich glaube, dass du das gar nicht glauben kannst, dass du so eine starke Power in dir hast und dass du so einzigartig bist. Ich glaube, dass du das gar nicht glaubst. Hier kommt die Karte persönlicher Mythos und die Karte der Masken. Ja, also du traust dich gar nicht so richtig raus und dich zu zeigen, wie du bist. Das ist sehr schade. Also die Welt braucht Menschen wie dich. Daran musst du definitiv arbeiten und eben auch an, ne, an der Bedürftigkeit. Das ist halt so dieses Ding, dass wir oftmals denken, wir können das gar nicht oder wir sind nicht gut genug, ja, oder wir brauchen jetzt jemand anderen, der uns dann da und dahin führt, etc. pp. Also diese ganze Geschichte mit bedürftig sein, abhängig sein, ja,
ja, co-abhängig, ne? Das sind eben so diese Geschichten und da musst du raus. Da musst du raus und auch aus diesem falschen Selbstbild, dass du von dir selber gar nicht glaubst, dass du das hast. Ganz tief in dir glaubst du es wahrscheinlich, weißt du das? Ganz, ganz, ganz tief weißt du das. Da spürst du, Mensch, eigentlich, ich habe einen Platz hier in dieser Welt und ich würde so gern dies und das machen. Ja, vielleicht würdest du so gerne einen Frauenkreis organisieren im Sommer, wo ihr bei Vollmond im Wald Pflanzen pflückt. Ja, also sowas ganz Verrücktes in Anführungsstrichen. Oder, ich meine, es muss ja jetzt nicht bei Vollmond Nacht sein im Wald, dass man da mit 5 Frauen durch den Wald stapft. Aber es gibt jetzt auch andere Sachen. Mir fällt jetzt gerade auf die Schnelle nichts anderes ein. Aber du traust dich nicht. Du traust dich nicht und das ist schade. Mach es. Versuch's einfach. Häng einen Zettel im Supermarkt, mach eine Facebook-Gruppe auf, geh raus, warte nicht auf irgendjemand, der dich erlöst oder rettet, ja, weil da wird keiner kommen. Du kannst dich aber selber retten. Die Kraft hast du allemal und auch das Potenzial. Und da könnte noch ganz, 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 ganz viel draus kommen und entstehen. Aber du musst dich natürlich dafür öffnen, klar, ne? Das ist so diese Hand, die hier gereicht wird. Ja, die Hand ist da, aber jetzt musst du sie halt auch greifen, ne? Sonst, ja, verhungert man sozusagen an einem ausgestreckten Arm und das wäre schade drum, ja, dass deine Talente gar nicht so entdeckt werden. Aber wenn ihr, ich will jetzt gar nicht so sehr in die Schiene gehen, sondern ich will euch einfach hier auch nochmal bestätigen und sagen, hey, wenn du Krankenschwester bist, wenn du Psychologie studierst, wenn du Sozialpädagogin bist, wenn du Yogalehrer bist, ja, wenn du dich für Coaching interessierst, Beratung, du bist vielleicht Fitnesstrainer, ja, Personal Coach. Du coachst Leute im Thema Bewegung, Ernährung, Haltungsschäden, dann bist du an deinem Platz. Dann bist du schon an deinem Platz. Das ist dein Auftrag, ja, und das ist okay. Also schaut, dass ihr nicht denkt, ihr müsstet immer noch höher und schneller und weiter und so nach dem Motto, ja, Fitnesstrainer, was ist denn das überhaupt? Ist doch nichts, ja? Doch, natürlich. Du hilfst Menschen, sich zu finden, gesund zu sein, sich zu bewegen, sich gut zu ernähren. Und du kannst das ja in verschiedenen Aspekten auch noch ausbauen, wenn du möchtest, ne? Dass du sagst, hier, wir reden hier eigentlich nicht nur über Ernährung und über Kniebeugen, ja, oder 10 Kilometerläufe, sondern eigentlich geht es auch um den Kopf. Wie sieht's da aus? Bist du gestresst? Bist du glücklich in deiner Ehe? Ja, hast du Freunde? So, also man kann aus allem was machen. Ja, du musst nicht nur Personal Trainer sein, der die Leute 5-mal um Sportplatz jagt, sondern du kannst was draus machen. Und das gilt für jeden, auch die Altenpflegerin. Ja, die ist auch nicht nur da, Leuten jetzt das Essen da von Tisch zu setzen, sondern du kannst Leuten Geschichten vorlesen, spirituelle Geschichten über Engel, was auch immer. Ja, also man kann das ja ausmalen in seiner eigenen Farbe. Ja, das ist, was ich hier reinbekomme für Stapel 2. Und hier noch einmal zum Abschluss deine Affirmation. Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich meine Einzigartigkeit wahr. Ja, sehr schön. Schöne Energien. Kommen wir zum letzten Stapel. Es geht um die Spiritualität im weitesten Sinne. Es geht um euren Lebensweg. Ja, wo steht ihr? Was, ja, welche Gaben habt ihr, welche Talente? Also, wir haben hier einmal die Karte Frieden, wir haben die Karte Lebensplan, göttliche Führung loslassen und wir haben den König der Stäbe. Ja, also hier habe ich, das ist wirklich witzig, weil ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, weil die Energien sind relativ nah beieinander tatsächlich. Aber gut, dann soll das so sein. Dann ist das vielleicht auch einfach so ein Abbild von den Leuten, die ich anziehe auf meinem Kanal. Ich weiß es nicht. Deine Talente, Spiritualität, du bist ein Alphatier. König der Stäbe ist ein Feuerzeichen, Löwe, Schütze, Widder, jemand, der das Zepter in der Hand hält, jemand, der gewisse Führungsqualitäten tatsächlich hat, ja. Also, da hast du deine Stärken. Ja, das sind ganz klar deine Stärken, eine Führungskraft zu sein. Du hast einen gewissen unternehmerischen Geist und wie gesagt, du bist ein Alpha-Tier, eine Alpha-Frau. Ja, du bist stark und das ist eigentlich deine stärkste Qualität, die du hast, dass du einfach unheimlich optimistisch bist, unheimlich stark bist. Und ja, und du bist auch ein Stück weit ein Glückskind, ja, kommt hier. Du hast auch Glück im Leben gehabt und dafür bist du dankbar.
Ja, dafür bist du dankbar und du bist jemand, der sehr viel Vertrauen hat, einfach in die da oben, ins Universum, ins Leben als solches. Du glaubst eventuell auch an Gott. Ja, ich weiß, bei manchen, ne, kommt es nicht so gut an, wenn man so in die Schiene geht, Religiosität und Kirche. Leider muss ich sagen, ich war mal jetzt vor kurzem auf einem Yogalehrer-Workshop und da fiel auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, das Wort Glauben. Und oh, also da gab es eine Diskussion, ja, wo ich also innerlich eigentlich so ein bisschen zusammengezuckt bin, weil ich gedacht habe, oha, was ist denn hier los? Warum ist denn das Wort Glauben so negativ besetzt? Ja, also das habe ich gar nicht verstanden, auch bis heute nicht. Aber gut, ja, also weiß ich auch nicht, was da mal schiefgelaufen ist bei einigen Menschen. Aber gut, man muss auch nicht alles wissen oder erkennen. Also du bist auf jeden Fall eine kraftvolle Person. Du bist eine Führungskraft und du strahlst Frieden aus und Liebe und einfach Positivität, Optimismus. Du bist ein guter Ratgeber. Zu dir kommen Leute, weil sie sagen, hey, du hörst immer so gut zu, du hast immer so tolle Tipps. Was willst du denn machen? Sag doch mal, hey, kann ich dir mal meine Geschichte erzählen? Was meinst du dazu? Ja, so ein Typ bist du. So ein bisschen jemand, der gerne auch so eine kleine Clique um sich hat, einen großen Freundeskreis, jemand, der gerne einlädt und ja, der damit einfach so ein Stück weit Frieden bringt ins Leben anderer. Ja, weil wenn du stark bist, wo andere schwach sind und wenn du zuhörst, wo andere halt ein Ohr brauchen, ja, dann schenkt das Frieden. Du musst ein bisschen aufpassen, Stapel Nummer 3, dass du dich nicht überforderst, ne? Also Stress sehe ich bei dir. Du hast so viele Sachen auf der Agenda, dass das zum Teil dann wirklich auch zu viel des Guten sein kann. Ja, also da bitte aufpassen. Wir schauen mal, was noch kommt. Ich möchte an der Stelle, das habe ich jetzt bei den anderen Stapeln nicht gesagt, aber ich möchte das hier nochmal sagen, wenn wir über so Sachen reden wie, was sind meine spirituellen Gaben? Ich weiß nicht, einige von euch haben sich ja dieses, ne, dieses Video gewünscht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle davon ausgegangen seid, dass ihr alle per se hellfühlig oder hellsichtig oder hellhörig seid oder dass ihr Menschen mit euren Händen heilen könnt. Ne, weil das wird ja auch oft so unter spirituellen Gaben verstanden. Ja, so diese große Kunst der Hellsicht oder der Zukunftsdeutung oder eben auch der Heilung. Ja, Spiritualität und Heilung, das sind ja zwei Dinge, die auch sehr, sehr nah aneinander liegen. Das ist meiner Meinung nach, ich weiß, es gibt auch einen anderen Strom, der anders redet, aber ich sage jetzt mal, meiner Meinung nach ist das halt nicht der Fall. Es mag sein, dass jeder die Veranlagung hat, Menschen zu heilen, mit Hände auflegen und so weiter. Habe ich auch gerade ein sehr gutes Buch gelesen, aber wir müssen auch realistisch sein. Und das ist ja auch das, wofür ich hier stehe. Ich stehe hier mit diesem Kanal einfach für einen gewissen Realismus, eine gewisse Bodenständigkeit. Wisst ihr, Kartenlegen ist eh schon etwas sehr Spezielles, ja, wo viele, viele Menschen gar nichts mit anfangen können, weil sie sagen, ach, das ist doch alles Quatsch und Humbug, ja. Und wenn ich schon sowas mache, so war immer meine Herangehensweise, dann soll das auch Hand und Fuß haben. Also ich erzähle dir jetzt nicht so von wegen, oh, du bist ein toller Heiler und du kannst jetzt Krebs und AIDS von der Welt verschwinden lassen und das ist dein Lebensauftrag. Das wirst du von mir nicht hören. Ich erzähle dir einfach, wofür du in diesem Leben, wofür du stehst, was dich ausmacht, wofür dich Menschen mögen. Was ist dein USP, dein Unique Selling Point für die, die nicht Englisch sprechen? Ja, was macht dich besonders? Ja, was macht dich besonders? Wenn Freunde über dich reden in deiner Abwesenheit, was reden die dann über dich? Und über dich wird eben geredet, wow, also die Claudia, die ist so stark, das ist eine Powerfrau. Ja, und die hört gut zu und der vertraue ich 100% und die hat so viel Vertrauen ins Leben und die hat so eine positive, glückliche Ausstrahlung, obwohl sie es vielleicht auch manches Mal nicht leicht hatte im Leben. Das ist das, wie Menschen dich sehen. Und das ist vielleicht nicht so sehr jetzt für dich jetzt persönlich etwas Spirituelles, aber letztlich ja dann doch schon, ne? Weil Spirit ist ja einfach der Geist und das ist der Geist, den du in dir trägst und der dich dann zu deinem, das ist dein Charakter, deine Persönlichkeit, dein Spirit, das, was du ausstrahlst, deine Aura. Und deine Aura wird eben geprägt durch diese Kraft, diese Stärke, diesen Frieden, den du Menschen gibst, ja, auch dieses gewisse Glücksgefühl.
Und hier kommt noch die Karte 2 der Kelche. Das ist natürlich eine tolle Karte, ja, die Seelengefährtenkarte. Also du bist einfach ein super guter Freund. Du bist ein super guter Freund, du bist ein Geber, du bist großzügig. Ja, wirklich. Also von dir, du würdest dein letztes Hemd geben für einen guten Freund. Jetzt nicht für jeden natürlich, aber für einen guten Freund, für Familie, du würdest dein letztes Hemd geben, wortwörtlich. Ja, und das wissen die Leute von dir zu schätzen. Und du musst nur, wie gesagt, ein bisschen aufpassen hier mit dem Stress. Ja, also das ist das Einzige, wenn ihr jetzt wissen wollt, okay, was sind so Blockaden, dass ihr euch halt nicht zu viel vornehmt und dass ihr auch nicht denkt, ihr könntet die ganze Welt retten mit eurer Energie. Das funktioniert auch nicht. Das hatte ich auch mal vor Jahren, aber Gott sei Dank war das dann auch irgendwann wieder vorbei, dass ich so dachte, ich könnte jetzt jeden retten und müsste das auch. Das ist natürlich nicht der Fall, ne? Sowieso, du kannst niemanden retten. Du kannst niemanden retten und Liebe ist auch kein Allheilmittel, davon mal ganz abgesehen. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ja, es kann sein, dass ihr als Kind mal eine Negativerfahrung gehabt habt, vielleicht in eurer Ursprungsfamilie. Einige sind vielleicht sehr autoritär erzogen worden, sehr konservativ, ja, sehr, ja, autoritär eben einfach. Mit einer sehr starken Vaterfigur. Da sind einige Aspekte auf dich übergesprungen. Das kann ich hier sehen. Aber du drehst es um. Also das, was du vielleicht früher als Härte erleben musstest, drehst du jetzt um in eine liebende Güte. Und das ist auch gut so. Ja, und dadurch kannst du auch deine Kindheitsgeschichte von früher überwinden, indem du es jetzt war, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist natürlich toll, wenn man das irgendwann mal von sich sagen kann, ja, du machst es besser letztendlich, ne? Du machst es besser. Das war immer dein Vorhaben und so machst du das auch. Und das ist eben, was ich sage, es mag sein, dass der ein oder andere von euch eine schwierige Kindheit hatte oder eben etwas unterdrückt wurde, auf welche Art jetzt auch immer. Und deine Affirmation ist, ich übergebe mein Leid der universellen Ordnung und vertraue meiner göttlichen Führung. Ja, also es geht auf deinem spirituellen Weg wirklich darum, Leid hinter dir zu lassen und ins Vertrauen zu gehen. Und wenn ihr da merkt, ja, da habe ich aber echt noch Probleme und ich habe meine Kindheit vielleicht noch nicht so ganz hinter mir gelassen oder ich bin noch nicht so ganz im Vertrauen, ich falle immer wieder raus, ich habe das Gefühl, ich muss immer wieder von vorne anfangen, besinne dich auf deine Stärke. Und wisse, dass du wirklich ein Glückskind bist. Du bist eigentlich ein Glückskind. Mach vielleicht direkt heute Abend mal die Dankbarkeitsmeditation, wenn du ins Bett gehst. Dass du dich im Bett schon mit Decke und vielleicht Wärmflasche eingemuschelt, dass du hingehst und wirklich mal aufzählst, wofür du alles glücklich sein darfst, sein kannst. Weil das ist ganz, 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 ganz viel. Und oft ist uns das gar nicht so bewusst, ja, so im Alltag. Dreh mal kurz die Kamera ein bisschen. Ja, das ist das, was ich reinkriege. Ich weiß, das war jetzt eine relativ freie Interpretation, was das Thema Spiritualität und Lebensaufgabe angeht. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke geben. Ich habe ein ähnliches Video aber schon mal hochgeladen und das könnt ihr finden, wenn ihr auf meinen Kanal geht, auf meine Videoliste geht und euch mal so ein bisschen runterscrollt. Das ist noch nicht so lange her. Da habe ich schon mal ein ganz ähnliches Orakel hochgeladen, wo wir über die Lebensaufgabe und Talente etc. gesprochen haben. Ja? In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer gerade für eine Uhrzeit ist. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Namaste.